Es war einmal eine Königin, die auf die schönen Augen der Schneewittchen neidisch war. Deswegen fragte sie: Wer hat die schönsten Augen der Welt? Sie entschied sich, die Schneewittchen blind zu machen. Zum Glück hatte die Schneewittchen gestern eine Geburtstagsparty und wollte gar nicht mehr Alkohol trinken. Sie hat sich nicht aufgegeben und schickte der Schneewittchen ein anderes Geschenk. Nachdem die Schneewittchen die Zitrone geschnitten hatte, spritzte die Zitrone in ihre Augen und sie ist blind geworden. Einmal hat sie den Prinz getroffen und er wollte sie retten. Er kam in die Apotheke und hat die Augentropfen für sie gekauft. Dann konnte sie wieder sehen und sie lebten zum Schluss des Lebens zusammen.